Ich meine ja vorher schon den, mit dem Wulf den Schwäbisch-Schnellsprachkurs gemacht. Herr Gott, Matthias, ist mal, bist denn ganz da her? Glaub ich das auch noch. Weißt du, jetzt kommt er wieder, oder? Glaubst du, was tut er denn da hin? Weißt du, das ist nicht mehr du, der ist so langsam. Dann können die Schnecken die Schuhbänder laufen, so und verlaufen. So langsam ist der. Gott, der regt mich auf. Aber was willst du machen? Matthias, ist jetzt ganz da her, Heimat, blutige Hinnergipf. Jetzt regst du mich aber auf. Weißt du, wir müssen noch mal den Dozenz besuchen. Ja, die wohnt in Schmieden, das ist halt weit weg von daheim. Ja, ja, freilich. Ja, ich habe eine Verwandtschaft auch in der Stadt, ja. Aber die sind nicht gescheiter wie wir von Reit. Man hast die Eier für Zins. Ich glaub's eget. Das Ding geht. Was? Dein Mikrofon geht nicht. Ja, das ist ein schöner Hörnerscheiß. Ja, ich sag's ja. Ich sag's ja. Weißt du, jetzt erzähl ich noch etwas, der muss nochmal gehen. Jetzt müssen wir halt länger aufbleiben heute. Ja, was erzähle ich jetzt von Justingen, könnt ihr euch noch erzählen? Also in Justingen ist so, im Oberdorf haben die Weiber Sagen und im Unterdorf haben die Männer keinen Wert. Ja, und ich habe einen Bulldog daheim, einen roten Massai-Fall, der Sohn hat von euch auch einen Bulldog daheim. Kein Mensch laut, oh, was hast du für einen? Einen grünen, hä? Ein grüner, ja, Freile, weißt du, auf der Alp ist das so. Die reichen Bauern haben rote Bulldog und die armen Bauern haben grüne Bulldog. So. Jetzt wissen die Leute halt, dass du kein Geld hast. Mit dem musst du leben. Aber ich habe meine Mutter, ich sah bloß genommen, weil er einen Bulldog daheim gehabt hat, weißt du. So ein roter Massai Ferguson, und du, ich gehört, das sah das schon eine Maschine. Aber ich hätte meinen eingenommen, sonst nicht. Du, der hätte kein goldiges Erschle haben, wäre mir egal. Ja, wirklich wahr. Weil sonst ist einfach hinterhältst du, da kannst du nichts machen. Jetzt müssen sie das Mikrofon noch wechseln. Jetzt hat er seine Unterhosen eingelegt, sag ich. Du, der kannst du nichts heißen. Neulich hat es an der Haustür geklingelt. Macht der Tier auf einer Statue in der Dusse und hat zu ihm gesagt, möchten Sie ein Zeuge Jehovas werden? Na, bei Matti ist gesagt, lernt mich in Ruhe, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Aber jetzt hau ich ihn schon, wie gesagt. Du, den hau ich schon über 50 Jahre. Über 50 Jahre regt der mich auf. Wenn ich halt zur Nachbarin gesagt, du, der meint, der regt mich auf. Dann hat sie gesagt, Lena, dann lass dich doch scheiden. Dann ich gesagt, war ich mich scheiden lau, gar nie. Jetzt haben ihn über 50 Jahre ausgehalten. Und jetzt soll der noch ein paar schöne Jahre haben.